Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur Folge 77 in Factorio. 27 Raketen bzw. Satelliten sind im Orbit für uns unterwegs. Und diese Folge kommen noch einige dazu, wenn wir das Ganze ein bisschen gepimpt bekommen. Wir werden sehen. Mal gucken. So, weiter geht's im Programm. Wir haben ja letztes Mal hier oben so ein bisschen die Fläschchen gepimpt. Und wir müssen ja jetzt eigentlich die Forschung voll haben, oder? Jawohl, es sieht... Na, noch nicht ganz. Hier fehlen noch ein paar. Ein Huni oder so noch. Aber ansonsten ist die Forschung gefüllt. Das heißt, wir haben 10.000 Pakete. Ne, 12.000 Pakete haben wir im Vorrat und können damit theoretisch... Was haben wir für eine Produktion da oben? Wir haben 160%. 12.000, 160. Boah, die Mathematiker. So 19.000 würde ich sagen. 19.000 Fläschchen haben wir zur Verfügung zum Verforschen. Und denke ich mal, ist das Sinnvollste, wenn wir das auch tun. Dafür reicht es noch nicht mal, ja. Wahnsinn. Was hier an Zeug drauf geht, kommen wir mal nochmal Geschwindigkeit von den Rubis. Einfach mal wegforschen. So. Ja, das wird jetzt alles ordentlich gebaut hier, aber... Ich kann auch noch nicht so wirklich erkennen, was abkacken wird, ja. Wenn das jetzt so weiterläuft, weil... Ja, bis jetzt... Klar, Quarz ist jetzt Mangelware. Und was ist hier los? Siehste, da ist schon hier The Number Uno, was abkackt. Aber das können wir easy regeln, indem wir hier Produktivität reinhauen. Dann sollte das schon... eigentlich wieder laufen. Ja. Kommt. Wird zwar direkt abgeholt auch hier, aber kommt. Ja, das brauchen wir für die Knickarme und die brauchen wir dafür. Okay. Gut. Was haben wir denn hier? Hier haben wir aber genug von, ne? Weil da geht ja auch einiges durch. Ja, das passt. Und hiervon? Okay. Gut, den Rest holen sich jetzt noch. Das ist ein bisschen lahm, ne? Das ist schon so ein bisschen lahm. Warte mal, welchen habe ich denn jetzt hier? Okay, das ist der richtige. So, sollte besser gehen. Mhm. Ja, die Rubis brauchen das alles, ne? Ei, ei, ei. Wir könnten, was wir wirklich machen könnten, wäre... dass wir versuchen, einen Aufbau da oben hin zu machen, wo wir schon mal jetzt angefangen hatten mit diesen Zahnrädern, dass wir da zumindest schon mal diese Prozessoren herstellen, diese grundlegende Schaltung. Was natürlich ein schon ein großer Aufwand ist, ne? Ich meine, wir brauchen einiges, weil wir haben auch eigentlich alles, ne? Also es ist jetzt nicht so, als ob uns da was fehlt. Aber es reicht halt nicht, um hier die Maschinen am Laufen zu halten. Weil das Zeug halt direkt weggeholt wird. Es wird, ja, hierfür wird viel verbraten, ne? Allein was ein so ein Ding an Modulen braucht, das hier. Ja, die brauchen viel. 14 Stück pro... Ja. Dann hast du die Dinger. Ah, die brauchen schon ein bisschen Material, ne? 124 von den Widerständen. Allein ein so ein Kollektor. Und dann brauchst du 100 Stück pro Satellit, bist du schon bei 1240. Nö, gar nicht. Bei 10.000. Bei 10.000. Pro Satellit.
Nur von den Kollektoren. Du hast den anderen Scheiß ja noch nicht gebaut. Wahnsinn. Okay, 32 Stück haben wir im Orbit. Das ist gut. Und wir haben anscheinend oben 2000 drin. Deswegen werden die nicht mehr abgeholt. Wir können das jetzt mal hier... Wollen wir es pausieren? Ja, komm, wir pausieren es erstmal. Wir pausieren es erstmal. Und gucken... Wir brauchen jetzt Quarz. Ich laber Folge für Folge drumherum. Und das Quarz wird alle gehen. Deswegen kümmern wir uns jetzt um den neuen Außenposten... Und besorgen uns Quarz. So, Punkt. Ende. Ende, Ende, Ende. Wo ist mein Panzer? Da ist mein Panzer. Ich würde gern mal andere Munition haben, ne? Uranmunition wäre cool. Dafür müssten wir aber Uran abbauen. Was wir eigentlich ohne Probleme auch machen können, ne? Weil, haben wir. Ist ja nicht so, als hätten wir es nicht. So, gucken, wo wollen wir denn hin? Wir hatten, glaube ich, gesagt hier, ne? Da wollen wir hin, genau. Dann Attacke. Ich glaube, ihr habt das noch gar nicht gesehen, wie dieser Panzer abgeht, ne? Er ist jetzt Premiere. Ah, hier habe ich übrigens mein, das Silbererz abgebaut für, die Batterien. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell dieses Lager voll war. Das ging quasi... Und dann war es voll. So, Hallöchen. Hallöchen. Oh, da ist schon eine Bombe abgegangen. Jetzt wurde da schon gespoilert zum Scheiß. So, wir machen uns mal hier ein Tor rein. Dann düsen wir mal da hoch. Zack, Alien ist kaputt. Der Panzer geht so ab. Der ist so cool. Ich mag den. Der schießt einfach die übelsten Bomben. Das ist dieses... Diese Plasmakanone MK4, die geht ab wie ein Zäpfchen, ey. Das ist der Wahnsinn. Absolute Wahnsinn. Und die hat eine Reichweite, das ist der Hammer. Wir brauchen eigentlich nur bei dem Nest vorbeizufahren und schon ist es im Arsch. Und die verrecken auch alle sofort, ne? Also selbst die Endbeißer, die großen grün, blau, lila, keine Ahnung. Die gehen auch instant kaputt. Einfach mal durchmähen. Der Panzer, ne? Wahnsinn. Nur was ich irgendwie finde, diese Energieschilde von dem Ding, die halten echt gar nichts aus, ne? Obwohl das die MK3-Schilder sind. Die halten fast nichts. Und es gibt maximal... Okay, es gibt MK6. Ja gut, ne? Wir haben MK3. Die haben Trefferpunktschild 240, MK6 hat 1000. Oh, das Vierfache, ne? Okay, ich habe nichts gesagt. Huch. So, wir haben auch, glaube ich, Klippensprengstoff, ne? Irgendwo da. So, hier unten noch ein bisschen und dann haben wir das Feld schon mal freigelegt. Das ist halt das Blöde. Du fährst einen so einen Stein um und hast quasi schon dein komplettes Energieschild dahin geknallt. Ich brauche hier auch gar nicht mehr zu schießen. Das ist echt cool. Hm.
Oh, es macht so Spaß. Es macht so Laune. Wir können mal in eine Richtung. Komm, wir fahren mal in eine Richtung. Mal gucken, was es so gibt noch. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Cooles, was wir irgendwie gebrauchen könnten, so erztechnisch. Was wir auf jeden Fall finden, sind fette Alien-Nester. Da fällt mir ein, wir haben ja auch eigentlich Gift, ne? Eieieiei. Okay. Wisst ihr, was wir hier jetzt machen? Hier stellen wir jetzt ein Radar auf. Ein MK. Das dauert so lange zu bauen, oder? Ne, es geht schnell. Habe ich denn... verdammt, ich habe keine Windräder, ne? Wie viel Leistung braucht das Ding? 900. Dann reicht ein 1er Windrad. Das müsste jetzt instant hier voll viel aufdecken, ne? Yes! Nice. Das ist nice. Oh, wir sind richtig dicke, fette Alien-Nester. Wahnsinn. Und auch ein gutes Quarzfeld, ne? Gutes Quarzfeld. Nicht verkehrt. So, dann fahren wir jetzt mal hier wieder raus und gucken mal, wie lange hier das Radar stehen bleibt und ob uns das vielleicht noch ein bisschen was Cooleres aufdeckt. Mal schauen. Was haben wir hier? Kohle. Okay. Da haben wir Nickel. Sehr wohl. So. Ja, dann können wir Außenposten bauen. Jetzt habe ich nur die Sachen dafür nicht mit. Nee, wir haben weder Strom... Was ist das? Blei, okay. Wir haben weder Strom hier, noch habe ich, glaube ich, genug Mauern und Co. mit. 300 Mauern wird eh nicht reichen. Lasertürme. Wir holen uns mal gerade die Sachen und dann nehmen wir direkt auch den Zug mit hier hoch. Damit wir die Zugstrecke da schon liegen haben. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Mich würde mir interessieren, wer gewinnt. Zug oder Panzer? Ich tippe auf Zug. So, da haben wir übrigens noch ein Lager mit Kohle, weil da ein Kohlefeld war, was ich abgeholzt, abgeerntet habe, wie auch immer. So, was können wir denn mal forschen? Was nützt uns denn mal was? Ja, Produktivität. Wir hauen jetzt, glaube ich, erstmal die Produktivität durch, würde ich sagen. Ich glaube, das macht Sinn. Ja. So, dann nehmen wir uns Schienen mit. Einmal Lasertürme. Dann brauchen wir Züge, ne? Drei haben wir noch davon, okay.
gepanzerter Güterwaggon. Güterwaggon 3. 40. Gepanzerter Güterwaggon 60. Dann ist der eigentlich am besten, ne? Von der Kapazität her. Ja. Ja. Würde ich sagen. Ist gekauft. So, wir haben Mauern. Wir nehmen noch ein paar Mauern mehr mit. Ein paar Mauern mehr. Zack. Davon haben wir 50 und ja, 70. Ja, das reicht. Das haben wir auch. Ja. Sieht einigermaßen gut aus. Förderer, Erzförderer nehmen wir noch mit. Und ich glaube, wir kloppen die auch voll mit Produktivitätsmodulen. Auch wenn es echt viel Material kostet. Aber hier waren die, genau. Das macht, glaube ich, schon Sinn, ne? Dann haben wir auch viel, viel länger was davon. So, forschen. Bahnhöfe haben wir ja schon mal gebaut. Ich glaube, einen Quarzbahnhof haben wir noch nicht, ne? Ich glaube, das ist noch... Den könnten wir hier hin machen, ne? Ja, dann nennen wir das Ding mal Bahnhof Quarz. So, einmal Zug. Zug, 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 Zug. Da. Wo wir schon echt lange nicht mehr nachgeguckt haben, ist... Pass auf, wir gucken noch mal kurz. Dieses hier. Diese Stromanbieter. Aber das... Es ist für mich ein Rätsel. Wir haben 10 Stück. Wir haben 10 Stück davon. Und unsere kompletten Züge fahren ohne Probleme, ohne Einschränkungen, ohne dass sie irgendwie langsamer werden, dass der Strom abkackt, gar nichts. Es läuft einfach und das ist verdammt nice. Huch. Ausfahrt verpasst. Oh, zu weit. Falsch. Oh, wer fährt denn hier Zug, Mann? So, hier müssen wir raus. Hier müssen wir raus. Brauchen wir den hier. Ja, ihr wartet, bis ich hier fertig bin. Zack. Zack. So. Tore, 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 Tore. Gut. Die Frage ist, wo gehen wir her? Gehen wir bis hier hoch und dann rüber? Oder gehen wir hier rüber und dann hoch? Das wäre, glaube ich, das Sinnvollste. Das machen wir auch. Wir machen jetzt hier schon einen Kreisel hin. Einmal. So. Wollt ihr mich verarschen? Ja, genau. Oh, hätte ich das gewusst, dass der Kack von unten kommt, ne? Dann hätte ich sein gelassen. Euer Ernst? Das ist, weil diese neuen Roboterhänge einfach viel... Hier, siehst du? Die Pansen. Junge, Junge, Junge. Los, baut den Kack dahin. Geht doch. Oh,
Wir sind schon zu weit. Wir sind zu weit. Wir müssten ungefähr auf der Linie so hier so hoch gehen. Also müsste hier der Kreisel hin. So, dann räumen wir jetzt erstmal hier auf. Das kann alles weg. So. Gut. Und dann einmal nach oben, bitte. Okay, das Quarz. Kreisverkehr, machen wir einen Kreisverkehr, oder eher nicht so. Wir machen einen Kreisverkehr. Und dann machen wir da den Bar. Das hört sich gut an. Ist gekauft. Huch. Haben wir keine. Echt jetzt? So. Freunde. Mauern. Oh, mittlerweile so viel Blaupause. Wir müssen hier unbedingt mal aussortieren. Das ist ja nicht mehr feierlich. So. Ach, siehst du, ich habe keine. Oh. Ich wollte doch. Windräder mitnehmen. Verdammte Tat. Ja, wir müssen sowieso nochmal zurück. Dann ist halt jetzt hier, dann machen wir den Saft mal eben mit einem Kabel. Es geht ja auch, aber es ist halt immer sicherer. Weißt du, die fressen irgendwo eine Leitung kaputt und der Außenposten ist abgeklemmt. Das ist scheiße. Deswegen lieber, lieber ein paar Windräder rein und dann ist das safe. Was geht? Das ist nur die Frage, wie kriegen wir hier? Den Zug rennen. So, da muss er dran, egal wie. Egal wie. Scheißegal. Das sieht scheiße aus. Really? Müssen wir das so machen? Oh Gott. Und dann können wir, bevor wir so Scheiße bauen, ne? Dann können wir es auch einfach hier unten herlegen. So. Das sieht dann doch schon ein bisschen ordentlicher aus. Zumindest leicht. So, mir fehlen echt Zugsignale, oder was? Viele? Nee. Nö. So, Freunde, wir sind am Ende der Folge angekommen. Der Außenposten steht. So halb. Zumindestens. So, jetzt steht er aber ganz. Ich würde sagen, das wäre es gewesen mit der Folge. Ich düse jetzt zurück in die Base. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wie gewohnt bei der Folgennummer wieder.
Wir laden dann noch ein bisschen Strom ein bisschen was von allem, was wir so brauchen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in alter Frische nächste Mal wieder. Alter, der musste aber gerade in die Eisen gehen, du. So, welcher war jetzt unser Bahnhof? Ich glaube, der hier, ne? So. Wobei, wir haben doch einen eigenen Bahnhof. Warum fahre ich nicht dahin? Attacke. Zzt. Hallöchen. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal in Folge 88. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.